Ein herzliches Willkommen zu No Man's Sky. Ich bin's wieder, euer Florian TV, und ich wollte heute mal ein neues Spiel Let's Playen mit euch. Ich habe mir das jetzt mal gekauft, No Man's Sky, und ja, das soll wohl so ein ja, Survival Game sein für Raumfahrt und dann man irgendwie so ums Überleben kämpft und so. Ja, ich will nicht lang schnacken. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und ja, es wird eine längere Let's Play-Serie. Also die Videos werden immer ca. 30 Minuten gehen, je nachdem. Und ja, so, jetzt schauen wir mal. Wir haben den Modus Normal. Wir haben den Modus Überleben. Dauerhaft tot und kreativ sind eigentlich selbstverständlich. Im normalen Modus haben wir eigentlich noch so, da können wir ganz normal spielen. Überleben, das wird schon schwieriger. Und dauerhaft tot, ja, da werden die Kreaturen dann auch immer so... ziemlich hardcore-mäßig. Kreativ ist ja halt eben so, wie man es so halt eben kennt. Ja, wir fangen jetzt mal mit dem normalen Modus an. Wollen wir einfach mal gucken, wie das so wird. Und wie immer, wir landen mitten in irgendeiner Galaxie bei No Man's Sky. Ja, mal schauen, wo wir jetzt hier wieder rauskommen. Wenn es dann so ein bisschen laggt hier, das Video, wundert euch nicht, das liegt an meinem PC oder an dem Spiel. Ja, das kann, dann müsst ihr einfach an der Stelle ein bisschen vorspulen, wenn das dann ein bisschen dolle leckt und ihr es euch nicht angucken wollt, spult es einfach vor. Ja. So, mal sehen, auf welchem, bei 16, es gibt 16 Trilliarden Planeten, die hier im Universum sind, und auf irgendeinen landen wir natürlich mal wieder, irgendwie stürzen wir dann ab. Denke ich mal, ich habe es von anderen so mitbekommen. Ich habe mich natürlich auch erstmal so andere gefragt, ne? Und die meinten natürlich so erstmal, ja, es soll ziemlich spannend sein. Die wollten auch natürlich auch nicht so viel verraten, aber es soll spannend bleiben. Und natürlich kämpfen wir wieder mal ums Überleben. Und ich freue mich schon mal darauf, mit euch das zusammen zu spielen, zu Let's Playen. Mal schauen, wie das so wird. Da bin ich ja mal ganz gespannt. So, auf welchem Planeten wir landen oder wo wir gespawnt werden, wäre mal gespannt. So, ich hoffe mal, dass wir irgendwie jetzt mal anfangen demnächst. Das hoffe ich jetzt mal wirklich. So, interessant. Drücke E, ja, Mensch. Oh, wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Oh, 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 sind wir schon wieder mit unserem Schiff abgestürzt? Ist ja höchst interessant. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt. Ich spiele es jetzt auch gerade erst zum ersten Mal. Ja, also ich muss sagen, Halleluja, wir sind ganz schön abgestürzt hier. Halleluja, wo sind wir denn? Auf welchem Planeten gelandet? Oha, ja, das wird natürlich hier heute wieder sehr lustig werden. So, ich glaube, dann werden wir mal schauen. Das wird natürlich heute super wieder werden. Oborav, neues Museumsystem, Entdeckung, neue Entdeckung. Ja, interessant. Schön, unser Schiff sehe ich da hinten, qualmt schon irgendwie fleißig. Und... ja, vielleicht sollten wir mal den Strahlenschutz mal gucken, was brauchen wir denn? Ferritstaub, oder wie es sich nennt. Shit, wir brauchen ja Ferrit. Na gut, dann wollen wir mal zum Raumschiff fliegen. Oh, unser Raumschiff. Achso, das ist gar nicht unser Raumschiff. Ja, gut. Oh, jetzt fallen wir hier schon runter in irgendeine Mine hier, in so ein Schacht hier. Oh, war ja. So, dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen, bevor wir hier so doll verstrahlt sind, brauchen wir echt erstmal schnell Material finden. So, wir sind hier mitten in der Wüste anscheinend. Da gibt es noch nicht so viel. Dann werden wir uns mal ganz schnell was abbauen, dass wir den Strahlenschutz noch bei 10%. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut, dass wir hier sind. Das ist echt nicht super, Alter. Das ist nicht gut. Zuschauer, das ist wirklich nicht gut. Wir schauen jetzt mal einmal schnell ins Inventar hier. Haben wir
Reparieren wir mal schnell. So, dann scannen wir jetzt mal einmal schnell nach den Lebensformen. Das ist C. Und da hinten ist es schon. Ja, da hinten. Schnell, bevor wir hier sterben. Ich will natürlich hier nicht endlich versterben. Müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier ums Überleben kämpfen. Ja, es kann natürlich jetzt eine Weile dauern, bis wir hier ein Raumschiff natürlich finden. Boah. Strahlend. So, dann füllen wir das einmal hier mit auf. Was brauchen wir denn noch? So, einmal scannen. Was haben wir denn da hinten? Ja, da hinten ist Ferret-Schutz. Das ist schon mal sehr gut. Atrium, brauchen wir auf jeden Fall das Material. Bin ja mal gespannt, wie das Spiel so sich noch weiterentwickelt. Wir müssen ja hier ums Überleben kämpfen als Astronaut auf einem fremden Planeten, der verstrahlt ist. Naja. Definitiv. Also ich muss sagen, wahrscheinlich werden wir nicht lange überleben. Hier wahrscheinlich. Aber wir versuchen es. So. So, nehmen wir einfach alles mit, was wir mitnehmen können. Egal was es ist. So, mitnehmen. Perfekt. So, jetzt müssen wir einmal gucken, wo unser Schiff ist. Unser Schiff ist ja da irgendwo. Wir müssen zu unserem Schiff, zu dem Notsignal hin. Ja. So. In der Hoffnung, dass wir es dann wiederfinden. Ja, das ist nämlich immer so eine Sache. Ich habe bisher noch kein Video gefunden, was passiert, wenn man das Schiff dann verliert. Oder wenn man sich da zu weit entfernt. Habe ich noch kein Video zu gefunden auf YouTube. Ferretstaub können wir gleich nochmal mitnehmen. Man weiß ja nie. Na, komm schon, nimm's mit. So, nehmen wir mit. Unser Raumschiff. Wo auch immer das ist. Wir werden es finden. Oh, Sauerstoff brauchen wir auf jeden Fall auch. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich hoffe, wir werden das Raumschiff finden. Da hinten ist es. Es ist 607 Fuß noch entfernt. U heißt Fuß, ne? Und dann schauen wir mal, ob wir unser Raumschiff wiederfinden. Boah. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir ums Überleben kämpfen. So, dann brauchen wir Sauerstoff. Sauerstoff müssen wir natürlich hier auch wieder auffüllen. Ja, ich habe natürlich gestern auch einen Stream erstmal angeguckt zu dem Spiel. Gebe ich mal ganz ehrlich zu. Und ich fand es relativ cool, das Spiel. Oder finde es immer noch cool. Und ich muss sagen, ich bin selber begeistert bisher jetzt. Brauchen wir dieses Kohlendioxid. Kohlenstoff. Ja, das ist verdichteter Kohlenstoff. Damit wir unsere Pistole hier aufladen können. Ja, ist natürlich jetzt so ein bisschen. Muss man sich erstmal reinfuchsen in das Spiel. Gebe ich zu, man muss sich erstmal reinfuchsen, liebe Zuschauer. Und man wird immer irgendwo auf einem anderen Planeten gespawnt. Habe ich so mitbekommen, hat natürlich der eine so ein bekannter Streamer natürlich auch Stream erzählt, dass man dann plötzlich nirgendwo gestreamt wird, also gespawnt wird und ja. Oh, Kohlenstoff. Wir müssen erstmal unser Multi-Werkzeug suchen und auffüllen. So, jetzt sind wir in unserem Raumschiff. Ich glaube, ich aktiviere das jetzt noch nicht, weil sonst finde ich das nachher wieder bestimmt nicht wieder. Das ist ja mal so mein Problem, wenn man das nicht findet. Aber wenn wir ja schon eh das Raumschiff haben, dann können wir wahrscheinlich das Rauch reparieren und versuchen, hier mal endlich von diesem Planeten runterzukommen. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn wir das könnten. Da
Sauerstoff. Biozid, ja. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir da noch ein bisschen was finden von diesem Natrium. Aber das heißt Natrium? Heißt das Natrium? Weiß gar nicht. Das ist so, ja, das heißt Natrium. Genau, das ist gegen die Strahlung hier, weil der Planet ja natürlich wieder verstrahlt sei, ist. Ich sage jetzt einfach, der ist einfach verstrahlt und wer will schon auf so einem Planeten hier wohnen, wenn wir nicht einfach das mal hier absammeln. Natürlich gibt es ja angeblich, soll es ja auch noch so eine Drohne geben, die einen beobachtet, so ein Wächter, die, wenn du hier was einfach abbaust, dass die dann natürlich dich erstmal scannt und ist dann wahrscheinlich ihre dich dann als Feind betrachtet. Bisher habe ich jetzt auch Gott sei Dank keinen mitgefunden. Gott sei Dank. So, Gott sei Dank. Das hätte nämlich noch gefehlt, wenn ich jetzt ja gleich auch schon auf einen Feind treffe. Das wäre natürlich nicht so schön. Kreaturen gibt es ja auch so schöne. Naja. Mal gucken, wir sind in einer irgendeiner Galaxis mal wieder irgendwo gelandet. Wir müssen jetzt versuchen zu fliehen. Ja. Habt bitte Nachsicht, wenn ich sterben sollte. Wie gesagt, ich spiele jetzt halt eben auch zum ersten Mal. Muss einfach mal schauen, dass ich hier irgendwie. Fuchs mich da jetzt auch gerade mal erstmal rein hier. So, Sauerstoff, was haben wir? Wie viel Sauerstoff haben wir denn noch? So, schauen wir mal. Wir gucken als erstes mal in das. Oh, hier ist ja ganz schön zerstört, das Raumschiff. Uiuiui. Ja, dann gehen wir doch mal ins Raumschiff rein. Setzen uns einfach mal rein. Oh. Interaktionsnummer sowieso online. Okay. Atlas Verbindung unregelmäßig. Startschubdüsen offline. Das ist schon mal ganz schlecht. Impulsantrieb offline. Na, das ist ja noch schlechter. Mein Echo-Anzug hat mich zu einem abgestürzten Raumschiff gelenkt. Steuerung reagiert auf meine Berührungseingabe und ich muss davon ausgehen, dass es mir gehört. Ich kann mich aber weder daran noch etwa von erinnern. Gut, dann werden wir das Protokoll lesen. Ja. Nicht verfügbar. Daten werden ersetzt. Das ist schon mal ganz schlecht. Echo-Anzug verbunden. Vorschlag, Pilot sollte die Wartung durchführen. Gewünschten Apparatur auswählen. Ja, das tun wir nochmal. Selbstgesteuerte Reparaturprotokolle eingeleitet. Aha. Mhm. Impulsantrieb. Sorgt für nötigen Flugantrieb Weltraum und in der Atmosphäre. Das System ist schwer beschädigt. Für die Reparatur benötigt das eine Metallplatte und einen hermetischen Siegel, was auch immer das ist, keine Ahnung. Das ist schon mal. Ja. Gut, das klingt schon mal ganz gut. Schlecht, ich meine eher schlecht als recht. So, dann schauen wir mal, ob wir hier nicht vielleicht eventuell. Maschinen beschädigt. Ja, so. Ein äußerlicher, fortschrittlicher Sperrvorrichtung aufgrund der Beschädigung Schaltkreise Magneten lässt sich nicht mehr öffnen. So, dann haben wir das schon mal irgendwie repariert. Ja. Gut. Impulsantrieb drücke auf. So. Eine Metallplatte. So, klicke das Impulsantrieb des Metalls, greife auf das Raumschiff Inventar zu. Gut. Raumschiff Inventar, Impulsantrieb. So, dann haben wir das hier. Dann haben wir das wieder repariert. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Repariert. So, jetzt brauchen wir hermetisches. So, jetzt brauchen wir noch dieses hier. Wo kriegen wir das jetzt her?
Dieses hermetische, Gut, das ist jetzt die nächste Frage. Da haben wir schon mal wenigstens ein bisschen was repariert. Das ist schon mal ganz gut. Ups. So, ich hoffe, wir kriegen dieses. Oh, hier ist sogar Schrott. Den nehmen wir doch gleich mit. Dann ist das hier so. Teilweise abgeschlossen. Betritt das Schiff und die Diagnose des Schiffes. Ah, okay. Dann wollen wir nochmal das Schiff betreten. Mal schauen. Ich hoffe, dass wir es wieder zum Laufen kriegen. Das wäre natürlich super. Diagnose. So, funktionstüchtig. Ui. Raumschiff schwer beschädigt. Unverzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten können nicht synchronisiert werden. Der Impulsantrieb benötigt hermetische Siegel, was auch immer das ist. Unterstützung anfordern. Empfehlung: Inter hermetische Siegel in der Nähe, Integration auf Notfalllager bergen. Ja, so, und wo ist das? So, finde an hermetische Durchsuche das Notfallsignallager nach Vorräten. Tja, das sieht jetzt natürlich, sieht ja schon mal schlecht aus. Wo finde ich so ein hermetisches Signal? Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ah, so. Übertragung gelöscht, dann möglicherweise Versagen ganz. Aha. Diagnose, keine Verbindung. Das ist schon mal schlecht. Analyse erwartet eine neue Interaktion und Übertragung. Reisende national entdeckt. Position verzichtetes System. Anomalie ist Komfort. Eine rote Licht füllt meine Sicht aus. Ich sehe nur ein Popo und daran verblasste Farben. Um die Worte, die ich so klar höre, verhallen. Ich spähe in das Gehäuse des Signals neben einer Notfallübertragungseinheit enthalten Navigationsdaten mitnehmen. Das ist doch schon mal ganz gut. Navigationsdaten nehmen wir schon mal mit. Geborgen. Baue den Signalbooster zum Navigationsdaten. Ferretstaub. Ich brauche Ferretstaub. So, wo kriege ich jetzt Ferretstaub wieder her? Ach, Ferretstaub kriegen wir wieder hier, ne? So, 11 von. Das ist schon ganz gut. Dann können wir definitiv gleich hier wieder verschwinden von diesem Planeten Erde. Navigationsdaten geborgen. Baue einen Signalbooster, um Navigationsdaten zu verwenden. Das hört sich ja schon wieder mal richtig spannend an. Das auf meinem Schiff hier. Wie heißt das? Heißt das nicht Navigationsbooster? Nee, Treibstoff, Warmzelle. Nee. Wie war das nochmal? Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Und da, ich glaube, P war das. Genau, P. Könnt ihr übrigens das hier aufrufen? Untersuche die Navigationsdaten bei der Abschlussstelle. Gibt es verschlüsselte Navigationsdaten und Signalbooster, um die Daten zu entschlüsseln? Hebe den Signalbooster mit auf, um immer alle Daten zu finden, Daten, die du finden, entschlüsseln zu können. Ja, aber wo finde ich die denn jetzt? Navigationsdaten. Wo finde ich denn die Navigationsdaten? So, jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal eine Metallplatte herstellen.
schauen wir mal, ob wir das. Navigationsgeborgen. Baue einen Signalbooster um Kohlenstoff. Sammle 50 Kohlenstoff. Ja, 50 Kohlenstoff sammeln, das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan. Hier Kohlenstoff zu sammeln. Ich muss natürlich erstmal gucken, dass wir hier in der Nähe was finden. Gehen wir jetzt in die Höhle rein oder nicht? Oder sind wir dann verstrahlt? Ja. Boah, wir sind verstrahlt. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass wir hier reingehen. Ich muss mal schnell schauen, warum schreiben die mir Leute. Gut, alles klar. Jetzt müssen wir mal schauen. So, also, wir brauchen natürlich wieder mal altbekundete Material. Das ist natürlich 105 Fuß. Kohlenstoff war das, ne? Kohlenstoff. Genau, wir brauchen Kohlenstoff. Genau, ja, Strahlenschutz nimmt ab. Das ist natürlich Kohlenstoff. Ja, jetzt müssen wir natürlich jetzt gucken, wie wir das machen. Wo wir jetzt noch Kohlenstoff finden. Das ist natürlich, glaube ich, bei den Pflanzen müssen wir Kohlenstoff. Ja, da brauchen wir das doch ab hier, diese Kohlenstoff. Gut, dann bauen wir das hier ab, dann haben wir hier Kohlenstoff. Okay. Perfekt, das ist doch schon mal richtig gut getimt, Leute. Das muss so sein. Mal schauen. Ich hoffe, dass wir dazu, dass wir rechtzeitig von diesem Planeten runterkommen, bevor wir hier sterben. Salz, ja, wahrscheinlich brauchen wir das auch wieder. Ist das nicht das Kohlenstoff? So, dann werden wir unsere Multifunktionswaffe hier mal aufladen mit Kohlenstoff. So, stelle ein Nano-Dingsbums her. So. Kohlenstoff-Nanorohr. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, was machen wir als nächstes? Geborgen. Baue einen Signalbooster und drücke Z. Rufe dazu Z auf. Signalbooster. Das ist natürlich für uns super, wenn wir so einen Signalbooster hier haben. Für unser Raumschiff. Das stellen wir jetzt mal genau hier hin. So, ein Signalbooster. Genau, Signalbooster einsetzen, gibt es einen geborgenen Navigationsteil ein. Drücke E. So. Ach, Gott sei Dank. Außenpostenerkennung online. Einheit. Eingeben Navigationsdaten. Mal schauen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Upgrade erkennt. Notfallfrequenz scannen. Sichere Frequenz. So, mal gucken. Jetzt vergleicht der Navigationsdaten. So. Okay, hier ist bisher, glaube ich, nichts. Doch, da hinten ist noch was. Da hinten, das ist nur 900 Dinger weg. Navigationsdaten entschlüsselt. Erreiche die markierten Koordinaten. Hinweis, vergiss nicht, deinen Signalbooster aufzuheben. Genau, Signalbooster aufzuheben. Ach so. Schiete, da muss ich ja. Aber das Problem ist ja, achso, ich muss den aufheben. So. Auf zu der bekannten Markierung. So, dann laufen wir da jetzt mal hin, liebe Zuschauer.
hoffe ja, dass das geht, ne? Dass wir da so hinkommen. Das sind 900 Schritte. Das dürfte jetzt nicht allzu weit sein. Falls doch, dann haben wir natürlich echt ein Problem. Aber ich denke mal nicht. Ach ja, ist das anstrengend. Ja, man wird hier sogar von Pflanzen verletzt, die ziemlich aggressiv sind. Oh, 900. Ah, noch 700 Schritte vor uns. Ach du Schande, meine Güte. Da ist ja nochmal richtig, haben wir echt ordentlich was vor uns. Ja, Strahlenschutz füllen wir mal schnell wieder auf. Wir können das, wir sind die Guten, wir sind die Besten der Besten. Sauerstoff müssen wir natürlich immer mitnehmen, Leute. Denkt dran, bitte. Wenn ihr das mal in so einer Situation seid, nehmt euch genügend Sauerstoff mit. Weil, man weiß nie. Ich nehme mir auf jeden Fall genügend Sauerstoff mit, weil, ich kenne mich selbst, ich weiß, wie ich bin. Wenn ich mal was vergesse, dann muss das nicht unbedingt sein, ne? Aber ich muss sagen, die Grafik ist mega nice. Also, ich spiele übrigens auf höchster Grafik. Also, höher geht's schon gar nicht mehr. Schade, dass das Spiel kein 4K unterstützt. Aber ist natürlich schon etwas länger her. Oh, ein Sturm. Suche Höhlen auf und... Oh, da ist eine Höhle. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh. Sturm. Müssen wir einmal den Sturm abwarten. Was, Leute, wir laufen da jetzt in den Sturm hin. Ja, wo sind wir denn jetzt? Shit, wir sind da, ne? Wir müssen da hin. Ja, wir laufen da jetzt hin. Wir schaffen das. Wir sind die Besten der Besten. Auch wenn das ein Sturm ist. Ah, shit, das ist natürlich richtig blöd. Echt beschissen. Dass man da jetzt einen Sturm hat. Person hier nicht so gut rennen tut. Das ist natürlich doof. Aber Sauerstoffbombe, ne? So, wir haben es jetzt natürlich gleich geschafft. Ja, Sturm löst sich auf, ja. Ach, Gott sei Dank, dass wir das schaffen. Oh Gott sei Dank, jetzt müssen wir uns hier diesen Pilz merken, Leute, liebe Zuschauer, wo wir herkommen. Wir müssen uns diesen dicken Pilz hier merken, dass wir das schaffen. Und dass wir aus der Richtung kamen. Weil, ne, nicht, dass wir uns wieder verlaufen. So, erreiche die Koordinaten hier. So, jetzt haben wir das hier erreicht. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? So, Strahlenschutz, Hologramm, Archivzugriff, Protokoll beschädigt. Na super, schon wieder was beschädigt. Eintrag folgt. Niemand kratzt, hat die Aufzeichnung für jeden Fall hinterlassen. Der Hersteller visiert, beschädigt, das kann das Schiff nicht finden. Vorräte bergen. Okay, ja, so. Gut, das ist schon mal ganz gut, dass wir dann... Ah, so, dann haben wir doch das schon mal... So, dann können wir hier von diesem Planeten, glaube ich, wieder verschwinden. Hier zum Raumschiff zurück. Ja, jetzt müssen wir uns nur mal dran orientieren. Wir haben... Wir sind von... Wo sind wir denn jetzt gekommen? Diesen dicken Pilz. Wo haben wir den denn jetzt gefunden? Genau, wir sind von da gekommen. Wir müssen wieder hier zurück. Himmelsland, halt. Brücke F. Wir müssen hier wieder zurück, wie ich das mitbekommen habe. Ja, das ist auf jeden Fall super. Ich hoffe, euch gefällt das bisher auch noch mal super gut, das Spiel hier.
Genau, an diesem Pilz haben wir uns orientiert und dann müssen wir nur noch geradeaus zurücklatschen. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht gerade sterben. Kohlenstoff. Achso, Kohlenstoffpflanze. Gut, okay, dann müssen wir einmal Kohlenstoffpflanzen suchen. Auch Salz? Ne, das ist eine Kohlenstoffpflanze, genau. Wir brauchen ganz viel Kohlenstoffpflanzen. So. Ach ja, ist das anstrengend. So, bau noch ein Nanorohr aus Kohlenstoff. So, dann müssen wir schauen. Drücke, um Multiwerkzeug-Analyse herzustellen. Perfekt, so. Drücke F. Ah, da ist unser Perfekt, super. Dann sind wir doch schon mal wieder richtig auf dem Weg. Wir haben es auch gleich schon wieder geschafft, Leute. Na, so schnell kann man von diesem Planeten hier verschwinden. Ich hoffe, ihr werdet in der nächsten Folge, dann werden wir definitiv mal versuchen, hier mit diesem Raumschiff wegzukommen. Ich hoffe es, weil es wäre doof, wenn ich jetzt dieses Raumschiff nicht zum Laufen kriege. Aber hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das Spiel so cool ist. Also ich muss sagen, das hat ja richtig geile Features. Es sollen ja auch noch immer noch Updates kommen, habe ich so gehört. Ich werde es mir auf jeden Fall für die PlayStation auch nochmal kaufen. Und was ich nochmal vorhabe, ist, das auf jeden Fall auf Twitch zu streamen. Davon könnt ihr ausgehen. Beschädigte Maschine, Entfernung. Drücke. Ah, das ist die beschädigte Maschine. Jetzt wissen wir auch ganz genau, wo wir hin müssen. Wird da jetzt bis dahin noch hinlaufen und dann wird auf jeden Fall die Folge wieder zu Ende sein. Ja. Auf jeden Fall finde ich das super gut hier, die Atmosphäre, bis auf diesen Strahlenschutz. Das ist natürlich jetzt alles nicht so schön hier, der Mumm. Alles nicht so schön, aber das kriegen wir ja hin, wenn wir von diesem Planeten hier dann wieder verschwinden. Auf jeden Fall. Wir müssen hier bloß wieder verschwinden von diesem Planeten. Ach, herrlich. Wir haben diese Maschine repariert. So. Oder reparieren sie, sind gerade dabei. Kobalt brauchen wir. Achso, dafür brauchen wir Kobalt. Okay, gut. Das können wir jetzt nicht reparieren. So, wo ist denn unser kaputtes Schiff? Ich weiß gar nicht mehr, wo es ist. Unser kaputtes Schiff ist, glaube ich, irgendwo. Ist das nicht da? Nee. Ja, seht ihr, da habe ich schon das Problem, dass das kaputt ist. Dieses, ach, da ist das Schiff. Raumschiff da entfernt. So, genau. Das ist unser Raumschiff. Da müssen wir hin, liebe Zuschauer. Also ich finde, es macht von der Atmosphäre ist es ganz echt mega schön gestaltet. Und ich hoffe, wir werden noch viele Abenteuer hier haben. Und werden noch viele Kreaturen sehen und viel Kohlenstoff einsammeln. Also wenn es auf euch auf jeden Fall gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo, wenn ihr noch nichts verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen, wie wir dann